Der Traum vom Aufstieg in beiden Köpfen präsent. Sowohl der SV Empor Berlin als auch die Füchse schielen mit einem Auge hoch in Richtung Oberliga. Umso richtungsweisender das direkte Duell am 20. Spieltag in der Berlin-Liga. Sprung in die Partie. Die Gastgeber in den ersten 45 Minuten von links nach rechts mit der ersten Offensivaktion. Keine 6 Minuten rum. Der Ball in Richtung von Jeremy Gampe und der vorbei an Beck Sadic rein ins Glück zum 1:0. Die frühe Führung für den Tabellenfünften vom SV Empor Berlin. Gampe, für ihn ist es Saisontor Nummer 7. Wichtige Stütze in der Empor-Offensive, lässt Beck Sadic keine Chance. Und die Füchse früh im Hintertreff. Wie reagiert der Tabellenvierte? Die postwendende Antwort 5 Minuten später. Der Ball in Richtung von Cano Özcan. Die Gäste am vergangenen Freitag überraschenderweise mit 1:3 gegen Charlottenburg verloren. Brauchten heute unbedingt was Zählbares, um weiterhin oben dran zu bleiben. Der misslungene Rückpass landet bei Cano Özcan und der im 1-gegen-1-Duell gegen Reimann. Er bleibt Sieger und stellt nach einer guten halben Stunde alles wieder auf Anfang. Das 1:1, 35. dank Cano Özcan. Saisontor Nummer 16 für den 28-Jährigen, der schon 7 Jahre Regionalliga-Luft schnuppern durfte. Unter anderem für Viktoria Berlin, Altklinike und Rathenow und jetzt für die Füchse auf Torejagd. Der Treffer gleichzeitig der Schlusspunkt auf dieser ersten Halbzeit. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine und den besseren Start in Durchgang Nummer 2 erwischten die Gäste die Ecke auf den Kopf von Mai Kaubitz und der senkt sich ins lange Eck hinein zur Führung für die Füchse Berlin. Der Captain geht voran, Mai Kaubitz, nach 59 Minuten mit dem 2:1 und die Füchse schnupperten zu diesem Zeitpunkt wieder an den Aufstiegsrängen. Aktuell wären es 3 Punkte auf die 1. Keine 4 Minuten später, die Füchse nach der Führung nun mit Rückenwind unterwegs und immer wieder mit Cano Özcan. 3 gegen 3 Situation, Özcan nimmt Nellesen mit, der vorbei an Reimann und dann gibt's den Kontakt und den folgerichtigen Elfmeterpfiff von Frederik Schecker. 63. Minute, Empor bekommt den Pfiff auf Höhe der Mittellinie eben nicht und die Füchse profitieren dann mit der Elfmetersituation, die unstrittig ist. Reimann trifft Nellesen und die Möglichkeit für Cano Özcan. Aus 11 Metern auf 3:1 zu stellen, humorlos in die Mitte und die Füchse auf dem Weg in Richtung Aufstiegsrennen. Özcan traf auch schon beim 1:0 Hinspielerfolg der Füchse gegen den SV Empor. Damals war es lange offen, erst in Spielminute 88 fiel die Entscheidung. Heute war nicht mehr viel los. Der abschließende Abschluss von Steven Reiemann, der Schlusspunkt auf diesem Spitzenspiel. Der SV Empor Berlin verliert das erste Mal seit 5 Partien wieder ein Spiel in der Berlin-Liga. Und Nico Mellisch ist für euch auf Stimmfang gegangen.